Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Mein Name ist Ilka Fietz und ich begrüße dich ganz herzlich zu ImmoExpert. Und ich habe dir heute ein brandheißes Thema mitgebracht, denn die Bundesregierung hat heute schon wieder mal diskutiert über die Mietpreisbremse. In der Mietpreisbremse geht es darum, dass der Vermieter in Zukunft eingeschränkt werden soll bei Modernisierungsumlagen, Sanierungsumlagen und auch bei der Mieterhöhungsmöglichkeit. Als erstes würde ich mich freuen, wenn du bei der Umfrage mitmachst und mal selber sagst, wie du die Mietpreisbremse findest. Das findest du hier oben drüber in diesem Infozeichen. Da kannst du abstimmen. So, grundsätzlich bei der Mietpreisbremse bin ich der Meinung, dass die Politiker und der Staat nicht die Hand beißen sollten, die sie füttert. Heißt das Sprichwort so? Ich glaube schon. Beiße nicht die Hand, die dich füttert. Denn die Vermieter sind ja diejenigen, die klimapolitische Ziele der Regierung umsetzen sollen. Nämlich, indem sie Fenster austauschen, Wände und Dächer dämmen, Heizung austauschen. Ja, einfach sämtliche energetische Modernisierung durchführen. Und wie kann es da sein, dass sie das da nicht umlegen dürfen, weil letztendlich kommt es doch auch den Mietern in den Wohnungen zugute. Dann sollen die Vermieter möglichst nicht die Miete erhöhen. Und ja, aber im anderen Fall sollen sie Wohnungen bauen und kaufen und die dann möglichst günstig vermieten. Also da beißt die Katze sich in den Schwanz, denn so werden sicherlich keine Wohnungen entstehen, liebe Politiker. Denn wir leben im Kapitalismus. Kapiert? Ich erkläre es mal. Kapitalismus bedeutet freie Marktwirtschaft. Bedeutet, zu wenig Wohnungen bedeutet hohe Nachfrage bedeutet hohe Preise. Mietpreise, Kaufpreise. Zu viele Wohnungen oder viele Wohnungen bedeutet niedrige Nachfrage, niedrige Mieten und, oder auch niedrigere Kaufpreise. Das bedeutet unterm Strich, viele Wohnungen bedeuten niedrige Mieten. Werden Wohnungen gebaut, wenn Vermieter und Bauträger immer mehr in ihren Rechten beschränkt werden? Werden Wohnungen saniert, wenn Kosten immer seltener oder immer weniger umgelegt werden dürfen? Gute Frage, aber ich denke, das ist eine ganz leichte Antwort. Nein, es kommen nicht mehr Wohnungen. Also insofern ist die Mietpreisbremse eine Thematik, die völlig das Ziel verfehlt. Und da nützt auch kein Baukindergeld, wo ich sowieso nicht verstehen kann, wenn ein Haushalt bis zu 105.000 Euro bei zwei Kindern im Jahr verdienen darf, dass er dann 1.000 Euro im Monat bekommt. Also ich überlege mal, 105.000 Euro Haushaltseinkommen, ich schätze mal, so 40% gehen weg, bleiben, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 60.000 Euro. Euro netto, cash in die Tasche, also sprich 5.000 Euro im Monat für diesen Haushalt übrig. Und ich wage zu bezweifeln, dass diese Leute es dann wirklich tatsächlich nötig haben. Klar, jeder nimmt gern 1.000 Euro mit im Jahr. Jeder, würde ich auch gern machen. Aber ich denke, dass das viel zu hoch angesetzt ist. Aber dafür waren Gelder da. Ja, da sollte doch eher lieber besser gefordert werden im unteren Einkommenssegment. Aber das ist ein anderes Thema, betrifft jetzt nicht die Mietpreisbremse. Und ich glaube, mehr Wohnungen werden deswegen ja auch nicht gebaut oder gekauft, weil die Nachfrage ist ja sowieso da, ob Baukindergeld da ist oder nicht da ist. Ich kann zu dem Thema nur sagen, Politiker, kommt in die Puschen, schwingt eure Hüften und stellt endlich mal einen Plan auf, lasst euch mal ordentlich beraten, wie ihr es schafft, den Wohnungsbau zu fördern. Wie ihr zukünftig Bauträger und Vermieter animiert zu kaufen,
viel zu kaufen und vorher viel zu bauen, denn nur so gehen die Mieten nach unten. Mit Mietpreisbremse sicher nicht. Und wie immer, wer ist der Leidtragende? Ich kenne so viele Vermieter, die jahrzehntelang ihre Miete nicht erhöht haben und froh sind, wenn sie einfach einen tollen Mieter in ihrer Wohnung haben, der seine Miete regelmäßig zahlt und einfach ein gutes Vermieter-Mieter-Verhältnis ist. Und genau diese Vermieter werden, wenn sie jetzt sanieren wollen, auch bestraft von denjenigen, die einige schwarze Schafe, die da draußen eben den Keil nach oben treiben. Aber letztendlich muss ich auch sagen, wir haben Marktwirtschaft und Nachfrage ist reguliert die Kaufpreise und Mietpreise. Und ja, das zu ändern, brauchen wir halt mehr Wohnungen. Also Politik, aufgewacht, mitgemacht. Schaltet mal euer Gehirn ein und überlegt mal, wie ihr Bauunternehmen zum Beispiel oder Investoren fördern könnt, ja, auch günstige Wohnungen zu bauen. Also, das war mein Thema zur Mietpreisbremse, ganz aktuell. Ich freue mich auf dich, wenn du mir ein Däumchen hoch gibst, wenn es dir überhaupt gefallen hat. Gib mir gerne einen Kommentar, wie du das siehst. Verpasst nicht die Abstimmung. Mach da dein Häkchen. Und dann freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Ilka von ImmoExpert.